Five Nights at Freddy's 3, Folge 5. Fünfte Nacht, wir haben sie in der letzten Folge erreicht und schon noch einmal probiert. Wurden da einmal mehr. Ja, ja, ist schon in Ordnung. Von, hallo? Ah. Einmal mehr von, diesem komischen Viech gekillt. Ich werde es nochmal probieren. Mit der gleichen Taktik, die wir die letzten drei Nächte verwendet haben. Und vielleicht schaffen wir es ja wieder durch irgendwelches Glück. Hi. Zu überleben. Wer weiß. Ich bin gespannt. Hello. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, um was es hier geht. Was genau ich richtig oder falsch mache. Aber es scheint ja irgendwie zu funktionieren. Wir sind immerhin in die fünfte Nacht gekommen. Das haben wir beim zweiten Teil beispielsweise gar nicht erst geschafft. Was eigentlich an sich auch schon traurig ist. Jetzt ist er da. Weil ich in der letzten Folge oder in der vorletzten, wo du gesagt hast, dass ich nicht wirklich merke, dass es irgendwie schwerer wird, was mir auffällt, die Geräte fallen bei weitem öfter aus. Das war am Anfang natürlich deutlich weniger. Wie ihr es hier auch gerade seht. Aber ansonsten fällt mir keine wirkliche Steigerung in diesem Spiel bislang auf. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Es tut mir leid. Es gibt Spiele, da sagst du, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Selbst bei Five Nights at Freddy's gab es im zweiten Teil vor allem gab es Momente, wo ich gewusst habe, ah fuck, das war jetzt falsch. Aber hier, Entschuldigung, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich kann nicht mehr machen, als dauernd dieses Audio abspielen. Ich kann nicht mehr machen. Wie gesagt, wir sind mittlerweile auch in der fünften Nacht. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit diesen Lüftungsschächten anstellen soll. Aber wir sind bislang völlig ohne die ausgekommen. Ich habe am Anfang gedacht, ja, vielleicht irgendwie ab der dritten Nacht oder so erklärt uns der Phone Guy, ja, übrigens, wenn du die Lüftungsschächte zumachst, dann können, keine Ahnung, kann der nicht so schnell zu dir kommen oder sowas, was auch keinen Sinn ergibt, weil der durch die Gänge läuft. Aber blieb aus und bislang haben wir sie ja schlicht auch einfach nicht gebraucht. Wir sind ja bislang immer auch so durchgekommen. Wo kommt der her? Ich verstehe. Hä? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die letzte, vorerst letzte Folge wird und ich dann endgültig auf eure Kommentare warte. Das wollte ich ja eigentlich schon vor zwei Folgen machen, aber dann haben wir es irgendwie hier bis in die fünfte Nacht geschafft und ich dachte, hey, hello. Vielleicht funktioniert es auch so. Wie wir sehen, tut es das nicht. Hello. Wenn das in dem Rhythmus weitergeht, dann wären das lange 15 Minuten. Ich kann mal rechnen, dann sterben wir. 3 und 2, dann sterben wir 10 Mal in dieser Folge, wenn es in dem Rhythmus weitergeht. Na, das kann ja witzig werden. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch so, vielleicht soll ich das mal probieren, dass ich diese Reboots mal ab und zu einfach so mache, ohne dass es eine Notwendigkeit hat. Sozusagen so provisorisch. Ich mach's einfach. Ich reboot es einfach das Ventilation. Hätte ich vielleicht nicht so machen sollen. Sondern zuerst, ja. Also wenn wir jetzt sterben, könnte ich sogar einigermaßen verstehen. Hello. Dann hätte ich gesagt, okay, ich habe zu lange nicht das Audio abgespielt. Aber jetzt sterben wir natürlich nicht, wenn ich es mal verstanden hätte. Hello. Ist klar. Hello. Ein Mysterium, dieses Spiel. Aber trotzdem, ich möchte es nochmal wirklich kurz deutlich sagen, nicht, dass mich da Leute missverstehen. Hello. Ich finde das Spiel toll.
Also es ist wieder super gemacht, genauso wie der zweite. Es ist ja absolut, es gibt ja absolut Grund an Zweifel oder für Zweifel, wenn jemand innerhalb von einem halben Jahr drei Spiele raushaut, beziehungsweise zwei Fortsetzungen macht. Das ist ungewöhnlich und seltsam, das gebe ich ja zu. Aber wenn halt jedes Mal so eine Qualität bei rauskommt oder so. Ich meine, das ist jetzt kein Wahnsinnsspiel. Das ist jetzt nicht das, oh mein Gott, das ist der Hammer. Aber dass jedes Mal eine dermaßige eine dermaßen große Verbesserung drin ist. So viele neue Features, die es eben im vorherigen Teil dann noch nicht gab. Das ist einfach was Besonderes, finde ich. Er schafft es einfach immer wieder, ganz viel Neues reinzubauen. Dass das ohnehin echt ja schon gute und vor allem innovative Gameplay verbessert und verändert, finde ich einfach klasse. Deswegen würde ich mich über den vierten Teil freuen und wenn er mir ankündigt, dass er in der nächsten Woche schon rauskommt. Ich würde ihn kaufen. Sofort. Und ohne Fragen zu stellen. Naja, außer er kostet auf einmal 15. Hi. Wobei, 15 Euro würde ich sogar noch zahlen. Wir sind ja auch alle relativ preiswert, die Spiele. Ich weiß ja exakt nicht, was der dritte gekostet hat, nachdem er rauskam, weil der wurde mir ja, wie gesagt, geschenkt, netterweise. Aber es ist echt, da muss ich echt sagen, da gibt es andere Spiele, wo ich schon mehr bereut habe, da Geld zu investieren für. Ich werde nicht immer noch dran denken, dass ich das Haus damals gekauft habe. Ihr erinnert euch vielleicht an dieses ganz, ganz furchtbare Spiel. Ach, das Let's Play ist ja noch gar nicht so alt, weil ich es erst zu spät hochgeladen habe. Das gab es ja erst vor ein paar Wochen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann guckt es auch nicht an. Das ist wirklich, also ich glaube, ich habe da aber auch bloß 2,99 € oder sowas für gezahlt, aber das waren genau 2,99 € zu viel. Ah, das war wirklich lächerlich, dieses Spiel. Das war wirklich, also... Hello. Das war der Wahnsinn. Das ist auch diese Minispiele. Ich verstehe auch immer... Ja. Guck mal, jetzt kommen sie gleich beide. Nee, diese Minispiele, ich verstehe auch die Minispiele immer nicht, weil ich bin aber auch ganz schlecht im Interpretieren von Sachen, das gebe ich zu. Ich kann ganz, ganz schlecht interpretieren. Wie kam er denn jetzt hierher? Verdammt. Ja, hallo Freddy. Ja, logisch. Kommt alle gleichzeitig, kein Problem. Wie kam denn der jetzt daher? Haben wir jetzt schon zu lange nicht dieses Audio abgespielt, aber was soll ich denn machen? Ich muss doch auch die Systeme wieder reparieren. Nee, was ich gerade sagen wollte, diese Minispiele, die lassen ja sehr viel Interpretationsspielraum, aber ich kann sowas gar nicht. Das war in der Schule mein großes Problem, deswegen, ich bin ja beruflich, orientiere ich mich ja stark in die Richtung vom Journalismus, aber trotzdem war ich halt in Deutsch immer ich war lange ein Einserkandidat und dann, sobald es in der Oberstufe in Richtung Interpretieren ging, bin ich so abgesackt, also auf so 2, 5, 3, also das ist jetzt nicht schlecht, aber es ist halt 1,5 bis 2 Noten schlechter als davor. Und das lag einfach daran, dass ich ganz schlecht interpretieren kann. Was aber auch daran liegt, finde ich, ist, dass du kannst doch bei einer Interpretation nicht sagen, das ist falsch. Wenn ich das so interpretiere, dann ist das meine Meinung davon. Dann ist das nicht falsch. Dann kannst du nicht sagen, nee, das ist, ich interpretiere das anders, deswegen ist deins falsch. Das geht doch nicht. Das ist genauso wie mit einer Meinung. Kannst du nicht sagen, nee, ich mag den nicht, deswegen ist er auch nicht gut. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Das ist meine Meinung zu diesem Thema. Play Audio, verdammt. Nein, Play Audio habe ich gesagt. Hallo? Achso, Audio Euro. Ja, mein Fehler. Haben wir das Thema auch abgehakt. Schade, vorher waren wir gar nicht schlecht im letzten Versuch. Da war es, glaube ich, schon 3 oder so. Ich habe gerade Geräusche aus dem Lüftungsschacht gehört. Ja. Genau. Gab es das in dem Spiel schon mal Geräusche aus dem Lüftungsschacht? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sie hier schon mal gehört hätte. Die sind doch neu, oder? Haben wir das schon mal gehört? Nicht, dass ich wüsste, aber es wäre mir doch aufgefallen. Leider kam mir nicht dazu nachzugucken. So viel's. Naja, knapp 10 Minuten. Schaffen wir vermutlich noch so 3 bis 4 Tode. Und dann ist so oder so Schluss.
Ich wollte eigentlich, also ursprünglich wollte ich ja nach der dritten Folge Schluss machen, weil ich da dann gedacht habe, nee, jetzt warte ich. Und dann habe ich gesagt, gut, einmal probierst du es noch. Und dann haben wir es in die vierte geschafft, dann wollte ich die noch probieren, dann haben wir es in die fünfte geschafft, dann wollte ich noch eine Folge machen. Das Spielkonzept funktioniert auf jeden Fall. Hallo. Hallo. Diesmal war es nicht ganz so übel, obwohl ich den immer noch den schlimmsten von den Viechern finde, die uns hier ab und zu mal anspringen. Wie gesagt, was ich schon in der ersten Folge festgestellt habe, was ich nicht ganz so schlimm finde, ist die... Hi, Freddy. Hi. Hi. Ist die, wenn wir sterben, wenn es Springtrap erwischt, er schreit nicht so. Deswegen finde ich das nicht ganz so schlimm. Ich fände die Tode... So, ich kann euch sagen, was jetzt passiert ist. Springt uns gleich Freddy an und dann tötet er uns. Ich sollte ins Fernsehen und irgendwelche Sachen für die Zukunft voraussagen. 11 Minuten, einen Versuch können wir noch machen. Ich vielleicht nicht unter die 15 Minuten kommen. Einmal probieren wir es noch und dann mache ich definitiv Pause. Außer wir schaffen es jetzt wieder dann. Also so wie es immer gelaufen ist in letzter Zeit, müssen wir es jetzt schaffen. Wenn ich ankündige, dass es der letzte Versuch ist. So lief es ja bislang immer. Eieiei. Hi. Ich hatte eigentlich erwartet, dass, weil es ja Foxy gibt, der uns... Es gibt diese Foxy-Halluzination, es gibt die Freddy-Halluzination und die von Balloon Boy. Ich hatte eigentlich erwartet, dass vielleicht irgendwie Bunny und Chica auch noch dabei sind, aber anscheinend nicht. Die gibt es wohl nur in diesen Minigames. Aber vielleicht auch gar nicht schlecht so. Was ich ganz interessant finde, ist, dass er, der Entwickler, nachdem er ja im zweiten Teil die Notwendigkeit, auf die verschiedenen Kameras zu gucken, quasi zunichte gemacht hat, weil man ja da eigentlich, da war es eigentlich tödlich, auf andere Kameras zu gucken, als auf die, wo die Spieluhr war, dass er jetzt hier ja wieder stärker das eingebaut hat, dass man die Kameras beobachtet. Hi. Ja, ja. Ist schon recht, Foxy. Ganz entspannt bleiben. Stay calm. Ich hatte eigentlich echt zu keinem Moment, zu keinem Zeitpunkt dieses Abends vor, dieses Abends vor, 5 Folgen aufzunehmen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass sie so weit kommen. Ich dachte, ich verliere spätestens nach 3 die Geduld damit. Aber was soll's. Tolles Spiel, auf jeden Fall. Na komm, so. Da ist er. Schicken wir ihn mal woanders hin. Können wir dieses Geblinke aufhören? Können wir wieder hier gucken? Machen wir mal eins zu. Just for fun. Ich verstehe es immer noch nicht, was das soll mit den Lüftungsschächten. Es regt mich ein bisschen auf, dass wir vorher nicht dazugekommen sind, mal nachzugucken. Als die Geräusche waren, ob da vielleicht einer drin ist. Jetzt sind wieder Geräusche im Lüftungsschacht. Ha! Da ist er. Der Penner. Aber kommt nicht durch. Komm, geh wieder dahin zurück. Guck mal an, jetzt war er tatsächlich mal im Lüftungsschacht. Das hatten wir jetzt noch nie. Das war doch er, oder? Das war Springtrap. Aber warum ist der im Lüftungsschacht? Der läuft doch normalerweise durch die Gänge. Geht der nur in die Lüftungsschächte, wenn wir da mal was zumachen? Weil bislang war der echt noch nie. Ach nee. Hallo. Machen wir mal ein anderes zu. Vielleicht bringt das irgendwas, weil da. Vielleicht lockt das ihn irgendwie rein, aber das wird ja eigentlich auch keinen Sinn machen. Ist er noch da? Natürlich ist er noch da. Ich wollte eigentlich nicht Freeboot All machen, ich wollte eigentlich Audio, weil. Egal. Jetzt rennt er gleich darüber. Oder? Naja, von der Zeit her kommt's hin. Dann ist mir auch egal, wenn wir jetzt sterben. Dann probieren wir das irgendwann später. Jetzt kommt er. Dann probieren wir das irgendwann später nochmal. Hallo, Freddy. Ah, okay, wir sterben gleich wieder, weil uns Freddy zuerst anstrengt. Und der andere. Hä? Normalerweise kommen sie doch immer zu zweit. Da ist er ja. So, schön war's. Das war's. Aus. Ende, Schluss für heute Abend. Wow, cool. Also, ich möchte mal kurz zusammenfassen nochmal, dass jetzt, da ich A, noch ein bisschen Zeit habe und B, dass jetzt die letzte Folge dieser Aufnahmesession ist. Also wirklich, es ist ein cooles Spiel. Ich war echt fertig nach den ersten 2 Folgen. Die haben mich wirklich fertig gemacht.
zwischendurch gab es echt mal große Frustmomente. Jetzt haben wir es ja irgendwie in die fünfte Nacht geschafft. Und jetzt, wie gesagt, mache ich eine Pause. Warte mal ab, was ihr dazu meint. Guck mich vielleicht noch ein bisschen um auf YouTube und Co., ob ich irgendwelche Tipps finde, wie man da vielleicht durchkommt, dass wir die fünfte vielleicht auch mal schaffen. Ja, wie gesagt, lasst eure Kreativität freien Lauf in den Kommentaren. Schreibt rein, was glaubt ihr zu allem Möglichen, zur Geschichte, zu den Funktionen, wie könnte ich es vielleicht schaffen. Was auch immer, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich danke ganz, ganz herzlich fürs Zugucken. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Five Nights at Freddy's wieder. Welcher Teil? Das werden wir sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich zuerst den hier nochmal probiere oder vielleicht die anderen zwei. Wer weiß. Danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bye, bye.